still, ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Bist du ja. Hallo und herzlich willkommen in Assassin's Creed Valhalla. Yo, wie jedes Assassin's Creed davor habe ich das auch, will ich das auch spielen, aktuell hier auf meinem alten, eigentlich neuen Rechner mit alter Grafikkarte. Daher verzeiht mir, wenn es nicht der High-End-Shit ist. Und ich habe ja auch, ich wollte auch eigentlich das Ding hier streamen. Aber Assassin's Creed ist halt so eine Wumme hier mit der Qualität, das reißt das Ding komplett raus. Ging nicht mit meiner Grafikkarte. Die 60 FPS, die wurden aber nicht durchgeballert. In der Aufnahme, hier beim Rechner schon, aber im Stream halt nicht. Und daher habe ich entschieden, hey, Stream aus. Wir sind hier konzentriert auf das gute Kind. Hier, wir spielen ein Kind und das muss jetzt lesen. Hausaufgaben machen, währenddessen draußen natürlich geballert und bekriegt wird. Aber wir sind hier unterwegs und müssen hier nur Hausaufgaben machen. Nur dooferweise gibt es hier keine Hausaufgaben. Das ist ein bisschen doof. Was auch doof ist, ja gut, der Hintergrund ist ein bisschen leise, aber kein Thema. Was hier auch doof ist, wir haben hier Farben. Oder sind das irgendwelche Sachen, die eingeölt werden? Und auch Truhen. Die Truhe haben wir hier gleich offen. Ein bisschen hatten wir offen. Da hat der kleine Junge das Amulett oder wie auch immer das ist. Vielleicht irgend so ein Golddingensbummens da. Hat er gute Dinge da rausgezogen. Und hier, hat der gute Junge geschlafen. Mal gucken, wie der so aussieht. Aber ich glaube, in der Hütte will man hier nicht leben, ne? Obwohl, da hinten sind natürlich alles in Wikinger-Ära alles vollgekleistert mit irgendwelchen Geweihen, Schilden, Panzer, also Panzer in dem Sinne, Schild, Panzer und auch noch ein Hirsch und ganz viele Ingredienzen. So, und auch eine Vase. Aber gut, wir gehen raus in die gute Pest und gucken mal, was da so los ist. Hey, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Wir tragen unser Lied auch zusammen. Und yo, im Stream hat das hier komplett gut. Sag mal so, im Stream, das ich vorhin ausprobiert habe, ist ja die zweite oder dritte Runde hier. Hat das hier geflackert teilweise, Effekte. Und ja, war nicht alles so prickelnd. Aber hier gibt es auf jeden Fall wieder was zu saufen. Kann ich ja was mitnehmen? Geht nichts. Schade eigentlich. Wir werden hier geführt, wir können nicht weiter, ne? Ist so eine Alpha-Wand, da geht's nicht weiter. Yo. Aber hier, ist es unser Daddy? Ich glaube schon, ne? Ist unser Daddy ist hier. Aber bist du ja kleine Dränger. Geh. Oh, hast stimmt. Du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, um Freundschaft und Liebe.
kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eva. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Ich entschuldige mich jetzt schon, meine Freunde. In der Cutscenes gibt es leider hier links und rechts Balken. Tut mir wirklich leid, da ich hier das Spiel im Fenstermodus habe, weil ich nur ein Bildschirm habe, aber dafür einen riesengroßen 49 Zoll Monitor, muss ich halt so das ganze Ding spielen. Und da gibt es in den Cutscenes halt wirklich links und rechts halt Balken. Aber wir tanzen die Runde, guck mal, wir tanzen hier. So, wir können das, ne? Die sind gut, ne? Die sind wirklich gut. Oh! Achso. Jetzt haben wir schon getanzt. Können wir den Herrn ansprechen? Hallo! Die schauen auch so komisch aus. Schlug ab die Köpfe der freudlosen Hirnhunde! Ich sang von Odins Summe und schnitt ab die langen, strubigen Bärte der Trollkönige! Ich tanzte nackt auf dem heißen Sand der Küsten! Trink, Holger, spar dir die Reime für deinen König! Er ist auch dein König. Ist er, aber ich muss ihm für mein täglich Brot kein Notlied singen. Hallo, na? Bist du bereit, den großen Tag zu feiern? Ich habe ein Geschenk für den König. Danach tanze ich. Guck, Könige lieben solche Armreife. Hebe dein Horn mit mir, Tova. Heute Nacht schlafen wir am Feuer des Clans. Beseelt. Saul, du alter Skalde! Der hat also genug gesoffen, der Herr. So, wo ist denn hier der gute Junge? Hier nicht. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Wir brauchen kein Met. Wir sind ein kleines... Ich glaube, ich weiß nicht, sind wir ein Mädchen? Ich glaube schon, ne? Aber keine Ahnung. So, wo ist er hier? Anschalten jetzt. Was können wir hier anschalten mit dem Gummiball? Speziell. Und hier den Kollegen? Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Mhm. Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich! Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu! War das da hinten nicht gerade eine Frau? Das war doch eine Frau, oder? Sieht fast so aus. Egal. Wir gehen hier mal durch. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter?
Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Mir fällt auf, hier gibt es extrem viele Cutscenes. Also von dem her ist es ein wunderschönes Spiel. Und nun. Oh. Evo, warte. Skull! Unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Draußen toten Krieg. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Scheint mir, müssen rausgehen. Das Spiel will, dass wir rausgehen. Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest.
Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! In derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ach so, lass den Animus entscheiden. Und ich kann diese wir können diese Einstellungen später ändern. Spielen ist natürlich die weibliche Weiß. So gesehen die weibliche Datenstrommenge oder halt generell hat die weibliche Menge vorhin war. Es war schon Anfang an der Frau, dann wissen wir. Ihr wisst, was ich meine. Weiblichkeit haben wir schon vorhin. Machen wir jetzt weiter so. So. Okay, ich geb's ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben, gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps, lass sie leiden! Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung.
Fuß, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? In Assassin's Creed Valhalla angekommen. Mit der Kamera können wir uns hier rundherum bewegen. Das kennt man ja von diversen RPGs. Und auch mit Wast kriegen wir hier das Ganze gewuppt. So, Anna ist eingeloggt. Gut. Aufgabe geschafft. 1000 XP bekommen. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. 2 Silber. Ich weiß nicht, wie viel Gold was wert ist hier. Wir spielen ja jetzt gerade 20 Minuten und sind jetzt aktuell im Spiel. Meter. Die Frage ist, F5 geht hier auch? Jo, geht auch. Rechts unten sieht man es. Sauber. Und drauf. Okay, war nichts drinne. Ist doch schon cool, mal wieder in Assassin's Creed zu sein. Hört man den Schnee? Oh, wundersam. Stimmt, ja, Assassin's Creed, ne? Boah. Geht viel besser. Ich friere vielleicht ein bisschen. Könnte das sein? Finde und rette deine Besatzung. Gut, ich weiß nicht, ob meine Besatzung hier drin ist. Na gut, klettern habe ich schon über. Also, habe ich jetzt 1:1 gelernt. Aber hier ist es irgendein Speicher, ein Kornspeicher oder was ist das hier eigentlich? Hier kommen wir nicht rein. Aber wir sollen ja auch durch Ehre gebunden. Wir sollen ja auch eigentlich dem Pfad folgen. Odins Sicht. Ist ein bisschen billig hier, ne? Besser. Ah, Lebensenergie. Hier hinten gibt es auch noch irgend so ein Plündern. Silber und Gold gibt es bestimmt. Oh! Ich fühle mich besser. Ach, das kann man nicht sammeln. Das geht aber so gerade weg. Cool. Nochmal Silber. Und 11 Silber, cool. Nochmal zerstören. Wir kriegen alles weg. Okay, hier wird offenbar geplündert. Und hier drinnen, was gibt's hier auch wieder zum Zerbrechen? Eigentlich doof. Gab's früher nicht andere Dinge? Also so gesehen, Truhen und Co. gibt's ja bestimmt die auch. Muss ja fast sein. Oh. Und in der Hütte, da gibt's bestimmt auch noch Dinge, die wir hier mitnehmen dürfen. So, alles muss weg. Fehlgeschlagene Schwere, leichte und Spielangriffe brauchen Ausdauer. Ja, alles braucht die Ausdauer. Logisch, irgendwie braucht ihr alles Ausdauer. Da stimme ich der Dame bei. So, jetzt müssen wir hier mal unsere Besatzung finden. Irgendwie
müssen wir es ja. Das hebe ich für später auf. Okay, macht's ja doch. Proviant ist voll. Was? Wir sind spielen 2 Sekunden und schon ist der Proviant voll. Was haben wir in der Tasche? Kohle, Opal, Vorräte, Rohmaterialien, aber Mahlzeit. Im Besitz eine. Okay. Vielleicht können wir in Zukunft irgendwo was einfach so einstecken. Aber aktuell geht eh nicht. Der Proviant ist voll. Sprinten geht wohl mit Shift. Verbraucht nicht mal Ausdauer. Das ist auch noch genial. Warum verbraucht es keine Ausdauer? Jetzt wirklich. Warum verbraucht es keine Ausdauer? Da frage ich mich als Veteran von Assassin's Creed. So. Kommen wir eigentlich der Sache näher? 100 Meter. Oh. Hier scheint es blutig gewesen zu sein. Das ist da unten war es. Das sieht alles so schön aus, man hat gar nicht das Gefühl, dass man hier klettern kann, aber man tut's. Guck mal an. Wir kommen von da unten. Ich traue mich fast gar nicht auf die Map zu klicken. Wir machen es, glaube ich, aktuell. Machen wir es nicht. So, fokussieren. Mit einem Bogen kannst du entfernte Ziele treffen. Haben wir schon. Cool. Hm. Oh. Nehmen wir den Baum da hinten. Okay. Neues Gebiet. Ich kann die Namen nicht aussprechen, aber viel. Ich muss mal einen Kurs nehmen in Norwegisch oder Schweden, keine Ahnung. Das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit mit der Sprache. Eine Kollegin von mir kann das bestimmt aussprechen, die wohnt jetzt in Norwegen, aber ich bestimmt nicht. Ich war schon mal da, klar. Oh, stimmt, da oben ist ein Aussichtspunkt, ne? Zum Glück bleibt das wenigstens beim Alten. Das synchronisiert. Irchwaldsnäs, wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. Cool. Ich gehe hier mal auf die Mappe. Oh oh. Ich hoffe, dass da hinten können wir auch noch nicht auslooten. Aber wir haben jetzt mal eine Map. Inventar ist hier auch. Ach so, das hier. Und Fähigkeiten gibt es auch. Okay. Alles klar. Schleichen. Fernkampf. Nahkampf. Ich weiß nicht. In Skyrim sind wir jetzt aktuell eher in gar keine von den ganzen Dingen hier. Erwerben? Wir können jetzt wirklich was schon erwerben? Nee, oder? Nein, 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 nein. Dacht schon. So. Ja, in diese Richtung, ne? 674 Meter da hinten. Boah, ey. Die friert doch eine Runde, ey. Das kann man nicht antun, ey, der Dame hier. Ava? Avi? Avu? Ich weiß nicht. Dame hat es nicht echt nicht leicht im Leben, ne? Finde und rette deine Besitzung. Ey, das Schnee. Cute wie es Männern. Ich muss vorsichtig sein.
Hier sollte ich vorsichtig sein. Geile Kacke hier. Das Spiel macht echt richtig Spaß. Nehmen wir mal mit, ne, den Kollegen. Durch den Kopf abgedremmelt hier. Oh, der ist nicht mehr hier. Der tut nur so. Leichte Pfeile, Jagdpfeile, warum auch nicht? Ja toll, der Proviant ist voll. Wir können keine Nahrung sammeln, aber mindestens hier die Kisten zerdeppern. Aber es gibt hier auch nichts mehr, ne? Es gibt hier nichts. Schade eigentlich, wirklich schade. Hätten wir noch ein bisschen mehr machen können. Aber wir haben jetzt... Das ist aber ein Aussichtspunkt. Okay, da gibt es wirklich nichts mehr. Dass wir da retten können oder halt suchen können. Und die Besatzung ist ja auch irgendwo hier. Ich weiß nicht. Mit dem Rahmen kannst du dir einen besseren Überblick über deine Umgebung schaffen. Was siehst du? Leader, ich sehe Leader. Ich sehe Leader, das rumläuft. Wow, das geht wirklich genial. So, 10 EP, cool. Ach so, Leder, 2. So macht das Ganze doch schon Spaß. Wieder ein Sperrgebiet. Wir nehmen mal den mit, den Kerl, ne? Da hat er ein guter Bogen dabei. So, wieder unsichtbar für alle anderen. Plündern. So, Federn. Können wir hier kochen? Ich glaube nicht, oder? Das ist nicht so ein Spiel, wo wir wie in Skyrim aber nur kochen können. Für eine Person sowas aufgebaut mit Sandsäcken Co., das ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Und wir haben jetzt hier einen wunderschönen Pfad, den wir hier lang gehen können und sogar sprinten können. Aber ich möchte echt nicht zu weit weggehen. Sühnen, leite mich. Okay, braucht doch ein bisschen zum Laden, wenn man weiter weggeht. Aber ist echt verkraftbar, was hier alles möglich ist, ne? So, hier Proviant ist alles voll, ne? Kriegen wir hin. Und auch hier niemand da. So hoffe ich doch. Ansonsten tut mir leid, wenn ich hier mal alles hinterballer. Und hier haben wir Truhe. Na, guck mal an. Wir können also auch Truhen plündern. Leder und Eisenerz. Wir haben Limits in unserem Inventar, aber mit Proviant schon gesehen. Ich hoffe doch, dass der Rest nicht so klein ist. Also nicht so wenig Dingens hat. Traglast. Ich hoffe, die Dame kann tragen wie ein Ross, wie ein Tier. Das ist so schön. Ich erhoffe mir, dass es auch eigentlich bei uns nächstens so aussieht. Ich weiß, es ist ein Wunsch, der nie in Erfüllung gehen wird.
Aber das wäre schon cool. Das wäre schon ganz schön. So. Und ich muss mal so sagen, wir sind jetzt angekommen im Spiel. Und ich glaube, für die erste Folge 35 Minuten lasse ich mal gelten. Wir gucken dann in 2 Tagen wieder rein. Ich denke mal. Oh. Mal kurz. Hm? Wie kann ich das Ding abbrechen, wenn ich schon. Nee, okay. Okay, einfach nur rechte Maus. Okay, ist alles weg. Scheiße! Der Kollege ist. Ich weiß nicht, wo der hin ist, den wir umgebracht haben. Aber was ich weiß, ist, dass wir die 30 Minuten schon erreicht haben und ich sag mal. Oh, hier ist er. Im Schnee. Danke sehr, Wolfszahnfang. Heide Witzka. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder zu Assassin's Creed Valhalla. Und das soll es auch nicht das letzte gewesen sein.